Ich glaube, dass sich das Feld wesentlich mehr verdichtet hat. Also früher war es ja so, dass es 3-4 Mannschaften gab, allerhöchstens, die irgendwie um den Titel mitspielen konnten. Und weil Frauenfußball jetzt überall auf der Welt sehr viel populärer geworden ist und weil die sehr viel mehr Unterstützung bekommen, wenngleich es auch nicht überall so ist wie in Deutschland oder in den USA, gibt es mehr Mannschaften, die auch wirklich zumindest die Großen ärgern können. Also ich finde, man kann irgendwie gespannt sein, wie sich Nordkorea schlägt. Das weiß man immer nicht so genau. Die haben gute Nachwuchsarbeit gemacht, aber spielen sonst selten irgendwie öffentlich. Die üblichen Verdächtigen werden ganz sicher ein Wörtchen mitreden, wie eben Brasilien, die USA, Norwegen, Schweden, natürlich Deutschland. Und man wird gucken müssen, wie die anderen europäischen Mannschaften spielen. England war zum Beispiel im letzten EM-Finale, die schlafen ja auch nicht. Und Frankreich, mal schauen. Ich glaube, es wird eine spannende WM, wo es nicht mehr so ausgehen wird, dass es irgendwie nur Spiele gibt, die 7-8-0 sind und am Ende gibt es nur 4 Mannschaften, die das ernsthafte Turnier ausspielen, sondern es wird eine interessante Superfußballparty mit vielen, vielen schönen Spielen und coolen Fans, die Bock auf Frauenfußball haben.